43 halber Nights. Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber Nights. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Jetzt musstet ihr tatsächlich eine Woche darauf warten, um zu hören, wie es mit Linus weitergeht und vor allem, welche Goto-Rubrik er uns mitgebracht hat. Wir wünschen euch viel Spaß bei Forlorn Teil 2. Aber ich würde sagen, wir kommen zu unserer legendären Goto-Rubrik. Und oh ja. Hast du uns was mitgebracht? Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich habe auf jeden Fall was mitgebracht. Das sind nämlich die Filme. Lieblingsfilme? Genau, Lieblingsfilme. Oh, nice. Ja, sehr gut. Ja, also ich habe das schon so ein bisschen erahnt, also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und wir haben tatsächlich, das weiß halt keiner, wir haben damals mit unseren alten Mikros sogar noch eine Filmfolge mal gemacht, aber ja, haben wir so, sag ich mal, als Backup drin gehabt, weil wir dachten, falls jemand mal krank ist oder was weiß ich, wir einfach zu dumm sind, eine Folge aufzunehmen, haben wir eine Folge rumliegen, die gibt es zwar noch, aber jetzt ist sie qualitativ natürlich jetzt nicht mehr wie unsere jetzige und ich habe schon echt überlegt, ob wir überhaupt noch mal eine Filmfolge machen, weil jetzt wissen wir ja unsere Lieblingsfilme so ein bisschen. Aber ich habe jetzt bin ein bisschen tiefgründiger bei mir gegangen, habe einfach mal auch mal neue Filme entdeckt, die für mich auch Top-Filme sind. Mhm. Aber unser Gast darf gerne, Linus, hau erstmal den ersten Film raus. Sollen wir, wie viele soll ich nennen? Top 3. Die Top 3? Ja. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht so ein bisschen. ich wusste, okay, die Frage werde ich oder dieses Top, wie heißt das? Das Goto-Thema, welch nehmen. Ich würde sagen, dritter Platz ist, ich stehe halt so auf dieses Popkulturelle, ne? Ich stehe auf ein bisschen was Älteres, so wirklich, wo was Künstlerisches ist. Deswegen ist Platz 3 bei mir Basic Instinct. Von, lass mich lügen, 85 oder so? Ja, 1986, ja. Weiß ich nicht. Jetzt kommen wir schon wieder, ich könnte jetzt wieder komplett krass abschweifen, jetzt wo du Basic Instinct gerade sagst, Thema Peso oder Peso, Sachen, die du trägst. So. Also, wollte ich eigentlich auch noch drauf zu sprechen kommen, was du so klamottentechnisch empfehlen kannst. Vielleicht können wir das gleich nach der Goto-Rubrik nochmal kurz ansprechen. Aber wir bleiben erstmal bei Thema Film, würde ich sagen. Basic Instinct habe ich, glaube ich, nur einmal tatsächlich gesehen, das ist schon ewig her. Aber ich finde so ein guter Film. Ich kann nicht viel zu sagen, aber er ist einfach arschgeil. Der ist super geil, erstmal das. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ihr die Netflix-Doku hier Don't Fuck with Cats gesehen habt. Ja, ja. Da wurde das ja auch nochmal thematisiert. Stimmt, und danach habe ich mir den nochmal angeguckt. Genau, ja, ich auch. So, genau, das war gesehen. Direkt, weil dieser, für die Leute, die das nicht gesehen haben, geht es um so einen Massenmörder, sage ich jetzt mal, der Basic Instinct so sehr liebt, dass er seine Morde so ein bisschen auf diesen Film aufgebaut hat oder das damit symbolisieren wollte. Und danach habe ich den Film nochmal geguckt und ich finde es auch sehr geil. Also solche Filme werden heutzutage einfach nicht mehr gemacht. Nee, das ist super schade. Ja, vielleicht war es auch die Rolle von Catherine Tramell, die mich so interessiert hat. Einfach Sharon Stone als Catherine Tramell, das war einfach eine legendäre Rolle. Und es gibt auch eine Nacktszene. Also, von daher. Muss auch mal reinschauen. Gab es da nicht auch noch einen zweiten Teil? Ich glaube, den zweiten Teil gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich bin immer nicht ganz sicher, ob es einen dritten gibt, aber den zweiten, der hat so schlechte Bewertungen. Den wollte ich kaputt machen. Also den lieber nicht anschauen, glaube ich. Sehr gute Entscheidung. Ist ja meistens bei Fortsetzungen so, dass man die jetzt ausblenden sollte. Aber ich hau dann auch mal meinen dritten Platz raus und Sammy wird jetzt, also nur mein erster Platz ist geblieben. Da schon mal vorab für dich. Ich weiß nicht mal mehr, welche gar drei. Nicht. Also einen weiß ich logischerweise, aber die anderen kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Okay, aber auf jeden Fall dritter Platz ist bei mir Donnie Darko geworden. Oh, oha. Ja, Mann. Hier wird aber mit Klassikern geschossen. Da sollte man auch die Fortsetzung ausblenden. Den hast du mir damals gezeigt, Donnie Darko. Stimmt. Krass. Der war Hammer. Krass. War echt gut. Also Donnie Darko, der erste Film von Jake Gyllenhaal damals, glaube ich sogar. Und erstmal einer meiner Lieblingsschauspieler und zweitens, der Film ist so Brainfuck, also Wahnsinn. Ich glaube, du kannst immer noch nicht sagen, was da jetzt eigentlich passiert. Nee, was da abgeht, weiß ich auch nicht. Also ich liebe diesen Hasen und ich liebe ich liebe sogar die Synchro-Stimme, die Deutschstimme von dem ist auch so krass. Mhm. Und also, boah, ich habe mir sogar, es gibt tatsächlich auf YouTube eine Vorlesung, wo ein Physiker diesen Film erklärt. Stimmt, mit diesen Zeitreisen. Ja, oder so, genau. Und jetzt erklärt diesen Film, wie der gemeint ist. Und das ist, ich habe mir das nur 1,5 Stunden reingezogen. Auf Englisch versteht man ja auch nichts. Also wenn er physikalische Begriffe auf Englisch raushaut, denkst du so, Digga, gar keine Ahnung mehr. Aber sehr interessant. Wenn ihr mal einen sehr anspruchsvollen Film gucken wollt, dann macht es mit Donnie Darko. Also Wahnsinn.
geil. Stimmt, danach habe ich auch sofort erstmal gegoogelt, ja. Was geht da eigentlich ab. Was das mache ich sowieso immer, ja. Tatsächlich bei Filmen. Ja. Irgendwie muss ich mir danach immer mindestens den Wikipedia-Artikel durchlesen, um zu wissen, okay, wo stehst du jetzt eigentlich? Das stimmt. Was geht ab? Das ist aber nur bei guten Filmen so. Ja, ja. Mhm. Also ja, natürlich. Stimmt. Aber dass man weiß, okay, habe ich das jetzt überhaupt alles so richtig gecheckt? Ja. Ja, ich muss hier brechen mit der Tradition. Ich fühle mich wie der größte Assi, aber bei mir ist es tatsächlich, verurteilt mich nicht, 96 Hours ist auf jeden Fall okay. Unter meinen Top 3. Hat mich damals mega geflasht, habe ich seitdem tausendmal gesehen. Habe mir sogar aus Frankreich ein Steelbook bestellt, weil ich den gerne in meiner Sammlung geil haben wollte und nicht in dieser langweiligen blauen Verpackung. Und ja, wie in Folge 3, glaube ich, Liam Neeson ist mein Vater, die Assoziation dazu. Also ja. Der Typ erinnert mich einfach an meinen Dad, so vom Optischen, obwohl die sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Und dieser Film hat einfach auch irgendwie mein Interesse so richtig an Filmen nachhaltig so geprägt, weil damit ging das irgendwie alles los, so die richtige Sammelleidenschaft. Ich hatte ja zwischenzeitlich irgendwie 200 Filme. Und ja, was? Krass, ja, und alles verkauft. Mittlerweile sind es jetzt nur noch 20 vielleicht insgesamt, aber mit dem Film ging so diese Sammelleidenschaft auch nach selteneren Exemplaren so richtig los. Mhm. Also ähnlich wie bei Schuhen, nur dass das dann ein bisschen abgeklungen ist irgendwann. Schuhe als Filme. Ja, aber mein Pick, 96 Hours. Worum geht's da? Ich kenne den Film gar nicht. Nee. Ich weiß nicht, worum es geht. Also. Willst du erzählen? Sammy? Ich kann es mal versuchen. Also es gibt tatsächlich auch mittlerweile 3 Teile. Und ja. 2 und 3 waren nicht so schlecht, aber ist quasi Teil 1 nochmal neu erzählt, so irgendwie aus einer anderen Perspektive. Und da geht es darum, dass die Tochter von jemandem entführt wird. Und der ist, ich weiß gar nicht, ob er Agent irgendwie CSI, CIS, FBI, irgendwie so ein Agent auf jeden Fall. Und der geht dann den Hinweisen nach und versucht, seine Tochter wiederzufinden. So. Okay. Ganz simpel gesagt. Ich will jetzt nicht irgendwie was verplappern, so, irgendwas spoilern. Aber es ist quasi so eine Geschichte, die schon tausendmal erzählt wird, gefühlt. Okay, ja. Aber irgendwie sehr charmant erzählt und ja. Der ist auch sehr kurzweilig. Das ist ja so ein Popcorn. Ja, genau, auf jeden Fall. Aber also, ist aber ziemlich geil, weil also ich glaube, mich zu erinnern, dass er meint, nach 96 Stunden, also wenn man dann die Person nicht wiedergefunden hat, ist sie weg. Genau. Und deswegen heißt er 96 Hours, weil er 96 Hours Zeit hat, sie zu finden, weil er meint, danach ist sie verschleppt und weg. So, dann findet er sie nicht mehr. Ist das das, wo zwischendurch immer diese digitale Uhr angezeigt wird? Und dann wird runtergezählt und dann immer ich glaube, also ich weiß nicht, ob du jetzt 24 meinst. Ja, 24 war okay, das war eine Serie. Aber auch ein Meme geworden tatsächlich. Safe. Liam Neeson, also I'm gonna find you and did it. Ich weiß nicht, ob es auf deiner Seite schon stattgefunden hat. Nee, noch nicht. Irgendwann vielleicht. Aber ja, das ist einer meiner Top 3 Picks. Okay, nice Pick. Dann Nummer 2 von mir. Pulp Fiction. Von 95? Ja. 94. Ja, sehr, sehr geil. Ich stehe einfach richtig auf die Filme von Tarantino einfach. Ich finde, der macht das einfach so extrem gut, dieses Cineastische und dieses richtig Authentische. Der macht halt auch gefühlt das, worauf er Bock hat. So, und gibt sich da nicht irgendwie dem hin, worauf die Leute Bock haben, sondern macht das einfach und hat damit Erfolg. Der hat Riesenerfolg damit. Ja. Und das hat mir ein Kumpel, glaube ich, ich habe gestern nochmal in Glorious Bastards geguckt, aus Zufall, weil ich, mein PC ist kaputt und ich wusste nicht, was ich machen soll. Das Arsch langweilig zu Hause. Und habe wirklich, bin aufgestanden, muss ja nicht zur Arbeit. Ja, stimmt, gestern war ja Sonntag. Mir aufgestanden und bin dann rüber zu meinem Kumpel, zu meinem Mitbewohner gegangen, hab den ganzen Tag Netflix da geguckt, also bis ich abends weggegangen bin und da war einfach die Doku von Jeffrey Epstein und hab dann nochmal später in Glorious Bastards geguckt. Aber ja, bei Pulp Fiction, aber diese Dialoge immer, ne? Der kriegt das einfach so extrem gut hin, in diesen Dialogen, die einfach nichts mit der Story zu tun haben, so wirklich gar nichts, die Spannung so krass und so gleichmäßig nach oben zu treiben, bis das dann irgendwann komplett das Fass überläuft und auf einmal hast du in diesem Kammerspiel dann wieder irgendwas, was richtig Explosives und alle knallen sich ab oder so. Also ist tatsächlich auch mit mein liebster Regisseur, den es so gibt, also weil klar, Christopher Nolan macht auch immer ganz krasse Filme, so nicht falsch verstehen, aber ich finde auch tatsächlich jeden Film von ihm krass, also zum Beispiel jetzt so Sachen, jeder feiert ja anscheinend Kill Bill zum Beispiel, fand ich gar nicht mal so stark. Nee. So, ja, ist gut, aber ich fand zum Beispiel Reservoir Dogs deutlich krasser. Hammer. Dann fand ich, einer meiner Lieblingsfilme von mir ist From Dusk Till Dawn. Mhm. Versteht keiner, weil es ist ja so, auch so ein Trash-Film-Hype. Aber für die Leute, die den Film kennen, die Autofahrt, bis sie zu diesem
Stripclub gehen, ist so legendär, weil da auch genau das Gleiche passiert. Da sind zwei Entführer, die reden und streiten so und du denkst die ganze Zeit, was gucke ich da für einen Film gerade? Was hat das eigentlich damit zu tun? Ja, genau. Ne? Warum machen die das? Und gut, nachher, was im Stripclub passiert, ist natürlich ein bisschen krass und ein bisschen heftig. Aber Pulp Fiction, um auf deinen Film zurückzukommen, Hammerfilm. Ich habe den, glaube ich, die ersten drei Male immer nicht verstanden, was das sein soll. Checkt. Also, warum jetzt? Aber ich glaube da auch, also ich glaube, die Auftragskiller vom Anfang einfach, wie sie da hinfahren und über die McDonald's-Ketten in Europa philosophieren. Auch zu gut. Genial. Ja, also Quentin Tarantino kann ich auch alles mit anfangen. Also auch Planet Terror sogar fand ich krass, auch wenn das auch so ein richtiger Trash-Film von ihm ist. Und die neueren Sachen, was hat er noch alles gemacht? Django hat er gemacht. Natürlich. Ja, Django. Django, auch diese typisch mit den Dialogen. So, ne? An sich den Film finde ich doof, aber diese Dialoge und dann die Schauspieler einfach immer so gut gewählt. Ja. Ja, also da auch Leonardo DiCaprio auch völlig underrated. Ich weiß nicht, warum der dafür keinen Oscar bekommen hat. Also, ja, nee, verstehe ich auch nicht. Also der hat ja sowieso viel zu spät einen Oscar bekommen, aber das war eine Rolle, wo ich gedacht habe, also, sag mal, ich glaube, hat nicht sogar unser deutscher Hollywood-Held dafür eine Christoph Waltz hat einen bekommen, Hat einen bekommen, Der hat den bekommen dafür? Ja. Ich glaube, bester Nebendarsteller. Na gut, aber auch verdient so. Also ganz das war aber auch krass. Ja, aber heftig. Quentin Tarantino, sehr geil. Es gibt sogar in Berlin, ich war sogar mal in einer Bar, es gibt eine Quentin Tarantino-Bar in Berlin, die halt komplett alles an den Film angelehnt ist, mit den ganzen Filmplakaten und so. Und dann läuft die ganze Zeit auch ein Quentin Tarantino-Film. War ich tatsächlich mal. Muss richtig geil sein. Ja, also auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr in Berlin seid. Mein zweiter Film ist City of God. Jetzt gucken mich schon die Leute hier an. Weiß hier keiner mit was anzufangen. Ich müsste jetzt das Cover sehen. Hab's gehört, aber... City of God ist auch ein älterer Film. Da geht's um eine... Ich will jetzt echt nichts falsch sagen. Ich weiß nicht, welches Land, aber es geht auf jeden Fall um eine sehr armes Viertel in Afrika. Und da geht's halt um Straßengangs. So. Und da will halt ein Junge, will aus dieser... Ja, diese klassische Geschichte, er will es rausschaffen und will halt Fotograf werden für die Presse. Und da er ja quasi aus diesem Ghetto kommt, die ganzen Freunde, sag ich mal, aus diesem Ghetto hat, versucht er dann als Jugendlicher dann immer mal wieder Fotos zu machen von so Überfällen, von irgendwelchen, so Gangmitgliedern, die umgebracht werden. Und er macht halt immer Fotos für die Zeitung und wird damit halt richtig berühmt. Und die zeigen dann halt auf, wie so kleinkriminelle Kinder, sag ich mal, nachher zu richtigen Mördern und krassen Typen, sag ich mal, in Afrika werden. Und ja, ich finde gerade so, wenn man hier in Westeuropa aufwächst und eigentlich alles cool ist, sag ich mal, in seinem Leben, ist das so ein Film, der mal so ein bisschen die Augen öffnet, wie so ein Leben, sag ich mal, auf der anderen Seite des Erdballs so verlaufen kann. Deswegen City of God unbedingt reinziehen. Gibt auch sehr viele Rapper, die sich auf diesen Film beziehen, auch sehr viele Deutschrapper. Und ja, für die Leute, die den Film kennen. Hast du den daher auch auf dem Schirm bekommen, quasi? Weil das spielt jetzt nämlich gleich in meinen nächsten Pick rein. Ja, nee, tatsächlich durch meinen Bruder. Mein Bruder ist ja auch so ein richtiger Filmnerd wie du damals gewesen. Also ich glaube, mein Bruder hat die größte Filmsammlung, die ich kenne. Also ich glaube, der hat 600, 700 Filme momentan. Und der hat mir den gezeigt. Also viele sagen halt Locke der Boss zum Beispiel. Ja. Das ist nämlich die Hauptfigur in diesem Film, Locke der Boss. Das ist halt der Anführer von diesen Gangs. Und das habe ich in so vielen Songtexten, sage ich mal, jetzt schon so, hat Kollega, hab das, glaube ich, mal erzählt, Vega hat das genommen. Und deswegen City of God. Also kann ich nur empfehlen, geht auch nicht lang. Ich glaube, 90 Minuten, sehr kurzweilig, aber sehr, sehr geil gespielt. Werde ich mir mal reinziehen, glaube ich. Mein zweiter Pick ist Heat. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Al Pacino und Robert De Niro. Geiler Film, coole Story, relativ lang, aber irgendwie, wenn Robert De Niro am Start ist, bin ich meistens auch am Start. Also ich habe bis heute nicht Irishman geguckt, muss ich gestehen. Was? Ja. Du musst gucken. Ja, momentan so 3-Stunden-Filme, da kannst du nicht... Mach 3 Tage draus, machst du jeden Tag 1 Stunde. Ich weiß, wenn ich anfange, dann baller ich den auch durch und dann bin ich auch happy damit so, aber bisher hatte ich einfach noch nicht so diese... Motivation, mich da jetzt hinzusetzen, aber so die ganzen alten Robert De Niro Filme, so Taxi Driver und so eine Sachen aus der Zeit, mega krass und ja, den habe ich tatsächlich, also Heat, auch durch irgendeinen Deutschrap-Song zum ersten Mal irgendwie auf dem Schirm bekommen
und dann auch in mehreren Referenzen quasi in irgendwelchen anderen Deutschrap-Songs dann später auch noch mitbekommen. Also gönnt euch. Geht, glaube ich, 2,5 Stunden oder vielleicht auch fast 3. Aber sehr, sehr gut und sehr, sehr starke schauspielerische Leistung. Ist denn auf Netflix? Ich glaube tatsächlich ja. Echt? Oder Amazon Prime. Also ich habe ihn vor, lass mich lügen, in den letzten 6 Monaten irgendwann mal da geguckt oder angefangen zu gucken. Würde ich gerne schauen, ja. Lohnt sich definitiv. Also gutes Ding. Ich weiß ja nicht, was für Filme du sonst so guckst. Also bisher ja schon sehr, ich sag mal, wo man was reininterpretieren kann irgendwo. Ja. Wo man dann auch nicht weiß, wo man steht. Aber das halt, da kannst du nicht viel reininterpretieren. So geht los, Hauptteil, Schluss, so nach dem Motto. Okay. Aber geil. Und wenn man generell, also Robert De Niro ist ja irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Und Al Pacino auch. Die neuen Filme finde ich nicht so stark von Al Pacino. Aber den muss man sich eigentlich mal gegeben haben. Klingt gut, ja. So nicht. Und jetzt mal kurze Zwischenfrage. Robert De Niro oder Al Pacino? Robert De Niro. Ja, definitiv. Für mich auch. Sehr stark, gut. Ich weiß, haben wir es geklärt, so, einstimmig. Es ist ein hohes Niveau auf jeden Fall, aber gerade durch Scarface hat Al Pacino eigentlich so einen Meilenstein hingelegt. Mhm. Aber im Endeffekt, Robert De Niro. Ist halt denn der eine Film so, ne? Ja. Also, aber und Robert De Niro, ich glaube, den könntest du auch noch in 10 Jahren wirklich im Rollstuhl, könnt ihr immer noch einen Mafia-Boss spielen. Jetzt bei Irishman ja auch. Ja, du bist Wahnsinn. Uralt. Wahnsinn. Das ist uralt. Der ist ja nicht schon Mitte 70 oder Anfang 70, keine Ahnung. Ich finde den auch, also bisher, ich habe noch keinen schlechten De Niro-Film gesehen. Weiß nicht. Naja, aber jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt kommt mein großer Pick. Und es ist halt Inglourious Basterds. Nicht, weil ich ihn gestern Abend gesehen habe, sondern gestern Abend wurde natürlich nochmal alles aufgefrischt, so, aber. Ich fand ja irgendwie immer richtig geil, so diese ganze Szenerie, das in dieser Zweite Weltkrieg, Ende Zweiter Weltkrieg, dann diese Infiltration von den Amerikanern bei den Deutschen und so, irgendwie einfach richtig geil. Dazu kommen dann noch natürlich die ganzen Schauspieler wieder. Ja. Und was ich richtig gut an dem Film finde, ist, dass da so viele diese amerikanischen Top-Schauspieler, ne, Brad Pitt spielt da mit, dann, Diane Kruger spielt da auch noch mit, dass diese ganzen richtig geilen amerikanischen Schauspieler mit deutschen Schauspielern zusammenspielen. Til Schweiger spielt da mit, spielt natürlich nur eine Nebenrolle, was man jetzt von Til Schweiger halten möchte, aber ich finde, selbst da merkt man, dass die deutschen Schauspieler irgendwie was drauf haben. Ja, auf jeden Fall. Aber die deutschen Regisseure sind einfach scheiße. So, ja, die machen einfach keine guten Filme, irgendwie. Und da hat man gemerkt, okay, die deutschen Schauspieler haben auch echt was drauf, so. Vor allem natürlich wieder Christoph Waltz. Ich habe diesen Typen nach diesem Film gehasst, weil ich so Angst vor dem hatte, so, weil er so eine... Til Schweiger oder was? Nee, vor Christoph Waltz. Ach so, weil er so, der bringt so eine Autorität so auf den Tag, dass du wirklich so selber in deinem Stuhl sitzt und denkst so, boah, Alter, also krass. Der spielt auch immer ungefähr die gleichen Rollen, aber der macht das so extrem gut, auch selbst bei Django spielt er diesen Doktor, der so fast vornehm ist, aber trotzdem richtig abgefuckter Typ ist, ne? Da ja auch so ähnlich und irgendwie bei Inglourious Basterds sind einfach so viele richtig geile Szenen, immer diese Kammerspiele, direkt ganz am Anfang, wo dann eben Christoph Walzer als Hans Lander reinkommt, heißt er, glaube ich. Ja. Irgendein SS-Oberst, keine Ahnung. Und diese vermuten ja bei dem einen da in Frankreich, im besetzten Frankreich, dann irgendwelche Juden im Haus. Ja. Und er sucht diese Juden. Und dann hast du da einfach wieder Sitzer mit denen am Tisch und dem laufen die Schweißperlen runter. Und er hat richtig Jitters. Der hat richtig Schiss, ne? Und er erzählt einfach ganz normal und nette Milch, die du hier hast und deine Tochter sind ja so schön und so. So richtig nett. Aber er weiß ganz genau, dass die Juden im Haus sind und gleich ist die Kacke wieder richtig am Dampfen. Und da einfach, genau in der Szene hatte ich halt richtig Schiss vor ihm. Ja. Und dachte so, Alter, was ist der für ein krasser Typ. Und das wieder Quentin Tarantino. Die sitzen in diesem kleinen Raum am Tisch, Feind und Freund, also zwei Feinde gegenüber. Und die reden einfach über irgendwas. Ja. Und auf einmal ist wieder richtig die Pointe da und alles explodiert quasi. Das ist einfach unglaublich. Und später noch die Szene unten im Keller, wo sie trinken. Ja. Einfach legendär. Also unglaublich. Für mich einfach so im Moment mein Top-Pick. Stark. Solide Picks auf jeden Fall, Also sehr viel Quentin entschieden. Aber Christopher Nolan, kannst du damit was anfangen? Ist ja auch sehr gedanklich. Fickt das ja einen auch. Auf jeden Fall. Aber das ist halt, der ist, bei Quentin Tarantino hast du noch irgendwie so dieses, mehr dieses Entertainment, finde ich. Bei Christopher Nolan ist das wirklich einfach nur noch Kopfficken. So. Ja. Also das ist wirklich einfach noch, wenn Interstellar, stimmt. Also ich finde Interstellar auch richtig, richtig gut. Ja. Ein extrem guter Film, wo ich auch wirklich dachte, shit, wie kann man sowas überhaupt kreieren? So, diese Gedankengänge, die er hat, so. Aber bei mir wäre das halt so vielleicht so Pick 4 gewesen, wahrscheinlich. Ja, also bei mir tatsächlich lustigerweise Interstellar und Butterfly-Effekt
teilen sich immer bei mir Platz 1. Die habe ich jetzt beide erstmal außen vor gelassen. Butterfly Effect ist aber mein Top-Pick, der wird es immer bleiben. Weil das ja auch genau wieder dieses Ding ist, dieses Kopfgeficke. Und ich denke auch nicht nur an den Film, sondern der Butterfly Effect an sich, finde ich, ist so ein krasser Gedanke, dass du einfach überlegst, so ey, wenn jetzt irgendwas anderes an einem Tag passiert, könnte es ein anderes Menschenleben beeinflussen. Also weiß ich jetzt nicht, ganz dumm gesagt, wenn ich jetzt mit dem Taxi zur Arbeit fahre und damit, sag ich mal, einer alten Dame das Taxi wegschnappe, kommt die jetzt zu spät zum Geburtstag ihrer Freundin und weiß ich nicht, wenn da jemand umkippt, kann sie ihr nicht helfen. So, ja, aber so ganz blöd gesagt, es ist so eine Handlungskette, die du beeinflusst. So, und die fühlt sich ja immer weiter fort. So. Ja. Und auch der Film natürlich, Ashton Kutcher wird ja auch ein bisschen verachtet, sag ich mal, so in Hollywood. Also ich finde, erst recht so durch die Two and a Half Man-Geschichte hat er ja sich echt nichts Gutes getan. So. Und ich finde an sich seine Filme auch nie so wirklich gut. Nee. Aber ich finde, der Film, also auch wirklich nur Teil 1, da hat er einfach alles abgeliefert. Weil er da auch mal eine ernste Rolle hat. Weil sonst ist er immer der Quatschkopf. Ja. Aber da bei Butterfly Effect hat er halt wirklich mal so eine ernste Schiene gemacht. Der ist ein bisschen Thriller, ein bisschen Horror, der Film. Und halt auch so ein Gedankenspiel, wo, also war auch, glaube ich, mit 12, 13 so der erste kranke Scheiß, sag ich mal, den ich reingezogen habe. Und ich glaube, deswegen ist er auch so krass bei mir verankert. Aber Butterfly Effect, auf jeden Fall immer mein erster Pick auf Lebenszeit. So, Samir, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin auch, ich habe die ganze Zeit überlegt, so, was nehme ich. Ich habe natürlich da in mein Regal geschaut, weil da stehen halt so die Filme, die ich fühle. Und ich glaube, ich habe jetzt, theoretisch müsste ich tatsächlich Transformers nehmen. Auch wenn jetzt vielleicht hier übelst der... Was? Passt auf einmal gar nicht. Ja, nee. Weiß ich, gebe ich euch auch voll recht. Aber ist halt für mich die ganze Reihe, die kann ich mir so gut geben. Und ich fühle das einfach, aber auch weil ich Shia LaBeouf so nice finde. Also, ja, okay, das stimmt. Ja, das der Push ist. Okay. Und auch jetzt unabhängig von Megan Fox oder Rosie Huntington oder wie sie alle heißen. So, ich finde einfach so das ganze Spiel an sich nice, aber picke ich jetzt nicht, weil ich da kein explizit rausnehmen kann. Sondern wir wollen jetzt ja auch nicht Michael Bay über Quentin Tarantino schieben, ne? Ja, deswegen. Also ich packe Explosion und mit meinem Pick. Deswegen halte ich es ganz klassisch. Und zwar Disneys Tarzan. Alter, haben wir. Aha, also Pick, sehr, also auch sehr des Soundtracks geschuldet. Also Shoutout an Phil Collins, hat hier schon viel Platz gehabt im Podcast. Und das ist so ein Film, den kann ich mir halt auch immer geben. So, man weiß, was passiert und tralala so, aber irgendwie beruhigt mich der. Der holt mich einfach so, wenn alles gerade scheiße ist, so zurück und dann weiß ich, okay, komm, klappt schon irgendwie so nach dem Motto. Und weil ich damit einfach so gute Sachen assoziiere, sowohl Musical als auch jetzt eben den Film. Diese Realverfilmung habe ich tatsächlich nie geguckt. Nee, da kann ich nichts mit anfangen. Aber so der ganz klassische Zeichentrickfilm liebe ich. Und ich glaube, den würde ich nehmen. Den picke ich definitiv. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr darüber nachdenken würde, würden mir jetzt vielleicht noch zwei andere so einfallen. Aber jetzt so aus dem Bauch heraus entscheide ich mich für den guten alten Tarzan. Hammer. Nice. Das ist ein guter Pick. Puh. Nice, und jetzt kommen wir noch zur Musik, weil wir ja Filme jetzt abgeschlossen haben. Was gibt's denn, oder nee, du hast ja noch was angeworfen, welche Markenline ist denn so feiert? Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Oh, das ist hier. Wir machen zwei Teile draus. Ich habe schon überlegt, wo man die trennen kann, aber ist echt schwierig. Dicken zwei Teile einfach. Wenn du mal nicht deine eigene Marke trägst. Was? Ja. Nein, was trägst du? Hast du irgendwelche Empfehlungen? Ich hatte ja gerade Pierso schon angesprochen. Ich habe keinen Piece davon, aber ich weiß, dass es irgendwie momentan sehr angesagt ist. Wahrscheinlich auch nur in so einer gewissen Zielgruppe. Ja. Aber hast du da irgendwie dominiert irgendeine Marke? Jetzt auf jeden Fall, bei mir ist es mittlerweile eher so seltener geworden, dass ich mir Sachen kaufe. Jetzt nicht, weil ich mir das immer selbst mache oder so, sondern einfach auch geldmäßig, weil ich jetzt seit der neuen Wohnung, ich habe halt nur diesen Teilzeitjob und so, deswegen muss ich immer drauf achten und deswegen ist das für mich auch immer was Besonderes, was zu kaufen dann mittlerweile. Ich stehe wirklich dann mehr so auf Sachen, ich will nicht sagen, die nicht jeder hat oder so, sondern die noch was Besonderes irgendwie sind, die jetzt nicht so krass gehypt sind, sag ich mal. Ja. Wo ich aber weiß, dass das richtig geil ist. Ein Beispiel dafür wäre Born from Pain, Sicko. Mhm. Das wurde auch mal irgendwann getragen von Drake oder so, dann hat das einen kranken Hype bekommen. Das ist aus Japan. Das macht ein japanischer Designer. Richtig, richtig geile Designs. Ist aber leider auch sehr teuer und kriegt man auch einfach nicht. Mhm. Das kriegst du eigentlich, soweit ich weiß, nur aus Japan und dann kostet ein Pullover 300 irgendwas. Hab davon leider auch noch gar nichts, aber will mir unbedingt was kaufen. Aber ist theoretisch einfach zu kriegen, wenn man das Geld hätte? Oder ist das auch so, dass es halt ausverkauft ist, einfach so wie
die Sachen hier, ja, beispielsweise. Also es hat schon so einen gewissen Hype, aber er restockt das auch andauernd. Mm, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man wirklich einmal die Chance hat, das zu kaufen, wie bei Supreme und Danny wieder. Mm. Aber man kommt da auch ganz gut ran. So. Das hat, wie gesagt, nicht diesen krassen Hype, aber wenn man dann eben da sitzt, wenn es erscheint, dann kriegt man das auch. Ja. Und sonst gibt es noch eine Marke, die heißt PsychWorld. Die ist aus Amerika, ist noch eine recht kleine Marke. Die macht, also die mag ich einfach gerne, weil die Designs finde ich ganz cool. Mhm. Das ist meistens auch nur so ein Schriftzug, aber die haben immer geile Farben. Die benutzen richtig geile Farben. Der Schriftzug an sich sieht auch irgendwie nice aus. Und die haben einfach mal was, ist ein bisschen ausgefallen, ne? Ja. Die Designs an sich auch. Und davon habe ich jetzt 2 Hoodies habe ich von denen, auch aus Amerika bestellt. Nee, einen aus Amerika bestellt. Und einen aus Italien war das sogar, bei Luisa Via Roma. Da war der sogar im Angebot, war ich super erfreut. Und der hat, ich glaube, 120 gekostet oder so. Da kannst du halt nicht wirklich meckern. Und die Qualität ist einfach der Hammer. Die Qualität ist, das ist der beste Pulli, den ich jemals getragen habe. Das ist echt krass. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ja. Das sind echt gute Sachen. Und wie stehst du so? Ich sag jetzt mal Peso, Lefesta, Jan, ja. So alles, was jetzt gerade momentan oder schon länger hypert. Es ist schwierig, das gibt immer. Ich habe halt einen bestimmten Freundeskreis, die voll auf Peso abfahren. Ja. Und ich musste immer, also ich musste jetzt schon ein paar mit denen diskutieren, dass das einfach. Also es steht ja auf dem Raum, dass es alles einfach nur abgekupfert ist. Ja, genau, das war immer diese Riesendebatte. Und dann gab es dann das eine Video von ihm, von Justin, wo das alles erklärt. Und ich meinte so, ja, gut, es könnte man jetzt auch so sagen. Ja. Also das könnte man natürlich einfach aus den Haaren herbeiziehen, weil man natürlich sich aus der Affäre ziehen möchte. Aber für mich ist das einfach so, manche Sachen sind einfach wirklich 1:1 abgekupfert. Die anderen Sachen gab es auch schon mal alle irgendwie. Also klar, er kann das Rad nicht neu erfinden, so, ne? Aber dann soll er es auch zugeben. Mhm. Also das wäre so mein Statement, sagen wir mein Statement dazu. Das finde ich nämlich auch der Punkt. Also ich habe da auch mal so ein Video gesehen. Ich habe null Bezug zu der Marke. Ja, weiß auch nicht, wo sich das jetzt preislich bewegt. Aber bei YouTube wurde mir da mal was angezeigt. Da habe ich es mir reingezogen. Und da dachte ich auch so, ja Digga, dann sag doch einfach. Ja klar, ich habe es da gesehen, fand es cool und wollte es auch machen. Fertig, ist auch überhaupt kein Drama. Also wenn es kein anderer macht, ist doch geil. Immer das Gute, was er hat, ist, dass die Preise eben, also er macht wirklich die Sachen, die er, ich sag mal, abgeguckt hat, das Design, die es einfach schon mal gab, das waren von High-End-Marken, die sich einfach keiner leisten kann. Und das Gute, was er macht, ist, er bietet das zum vernünftigen Preis an. Die Qualität ist sehr gut, soweit ich weiß. Es hat alles einen guten Fit. Also ich habe da so, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen. So. Ja. Also die Marke ist einfach, die Marke ist voll in Ordnung. Die hat die Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Aber mich stört einfach nur der Typ an sich so. Ich finde den einfach unsympathisch. Ja. Auch weil ich einen gewissen Kontakt mit ihm hatte. Also jetzt nicht irgendwie persönlich. Damals in der Facebook-Gruppe war er sehr, sehr präsent. Und der ist einfach so gut wie jedes Mal unsympathisch aufgefallen. Mhm. Jedes Mal. Und deswegen würde ich den einfach nicht unterstützen. Also auch Respekt dafür, dass er sich das alles selbst gemacht hat und so. Aber keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was das Besondere daran ist. Kann ich aber verstehen. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was das Besondere an der Marke ist. Mhm. Die Qualität ist gut, sieht cool aus und so, aber wüsste ich jetzt nicht. Man assoziiert natürlich auch viel mit den Leuten, die es tragen. So, ne? Ja. Und das ist leider das Problem. Das, ich sag mal, möchte gern so tragen das so. Jetzt natürlich kein Hate oder so, ne? Aber es ist leider so. Das ist so wirklich recht simpel an die normalen, ich sag mal, normal, sich normal kleine Leute gerichtet. Es ist einfach nichts für mich so. Es ist einfach zu simpel, einfach. Ja, also welche Marke ich tatsächlich noch sehr, sehr feier, die auch preiswert, also noch ein bisschen hochpreisiger angesiedelt sind, ist Lefesta Young. Ja, ist ja auch ein bisschen Hype tatsächlich um die Marke rum, aber da finde ich auch so, das ist halt nicht so richtig dick drauf geprintet, so von wegen, das ist jetzt die Marke. Ja. Ich finde auch bei denen halt eher so die Flanellhemden und so geil. Ja, stimmt, die haben richtig coole Pieces. Die haben manchmal richtig gute Fits einfach. Ja. Kostet aber auch so ein Flanellhemd so 150 Euro. Ja. Wo ich mir auch so denke, ja, da will ich dann aber auch, dann weiß ich nicht, dann greife ich eher zu Carhartt. Weil ich dann ich weiß halt nicht, ich weiß halt, was ich davon habe. So, ich weiß einfach, wie qualitativ die sind. Und das ist dann halt bei so Lefesta Young, gut, ich habe auch einen Pulli zu Hause von denen, aber so von einem Pulli kann ich jetzt nicht auf die ganze Marke schließen. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich tu mich auch schwer tatsächlich mit solchen Hype-Marken aus Deutschland, sag ich mal, das irgendwie cool zu finden. Also diese Peso-Hoodies, die habe ich schon 1000 Mal bei uns im Laden gesehen. Das tragen echt viele. Sollen sie auch alle machen, also jeder soll das tun, was er möchte, aber meins ist das irgendwie nicht. Und ich finde es halt irgendwie cooler, wenn Leute auch so hinterfragen, ey, wo hast du den Pulli denn her? Oder wo hast du das Hemd denn her? So, keine Ahnung. Klar, ich trage auch Dickies und Carhartt und das weiß dann auch jeder gleich, was das ist. Aber ich finde halt geil, wenn man mal was Eigenständiges hat, so, ja, wo jeder überlegen muss, okay, krass, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja.
Ach stimmt, ja, Card auch. Card auch. Card auch. Eine super. Meiner Lieblingsmarken. So. Ja. Ich finde, die haben auch einen richtig geilen Stil. So dieses irgendwie recht schlichte, aber trotzdem auch immer. Jetzt vor kurzem haben sie so viel mit Cord rausgebracht. Ja. Da musste ich sofort eine Cordhose kaufen. Ja. Diese Cordhosen sind einfach so nice. Ja. Und die Qualität ist top. Du kannst deinen Preis nicht meckern. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen so, ja, das ist für modebewusste Typen, finde ich. So einfach. So ist ein richtig schlichter Style. Mhm. Man kann damit aber so viel anfangen. Ja. Und alles so recht einzigartige Sachen, obwohl es eben so schlicht ist. Ja. Deswegen Card einfach Top-Tier-Marke. Ja. Ja. Geht immer. Besser geht kaum. Und für die, ja, wie du schon sagst, die Preise sind auch echt angemessen. Ja, safe. So, ich glaube, wir müssen aber langsam zur Musik, weil Sammy jetzt schon ein bisschen unruhig wird. Nee, absolut nicht. Also wirklich nicht. Ich, wie gesagt, ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiterreden, obwohl ich echt eigentlich vorhin komplett im Arsch war, aber. Aber musiktechnisch ist ja auch sehr, ich habe das ja schon angeschnitten. Ja. Ich finde das, ich muss jetzt mal auch Werbung für deine Playlist machen. Du hast ja eine sehr geile Playlist. Das stimmt, hier. Ja. Danke, danke. Folge ich tatsächlich auch und habe ich auch tatsächlich runtergeladen, damit ich es auch immer hören kann. Cool, ja. Weil tatsächlich ich das bemerkenswert finde, wie viele Rapper du kennst. Echt? Also jetzt mal, also ich denke von mir, dass ich sehr into it bin und dass ich sehr viel kenne. Aber dann kommst du mir mit solchen, also so, klar, also Trippie Redd und so, das sind für mich jetzt keine Underground-Rapper. Ja, ja. Aber so Lil Skies feiere ich zum Beispiel auch mega. Ja, ja. Aber dann manchmal, ich höre dann durch die Plays und denke so, Digga, wer ist das? So, what the fuck? Ja, und manchmal dann, waren da so welche bei, ja. Ja, und dann, aber finde ich mega geil, deswegen bin ich mega gespannt. Wie gesagt, ein Klassiker-Song, wie gesagt, kannst du Klassiker formulieren oder definieren, wie du möchtest. Und einen neuen Song. Da bin ich sehr gespannt, was du rausbringst. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Sneelix. Also nochmal erstmal danke zu der Playlist, so, finde ich echt cool, dass das mal wertgeschätzt wird. sehr viel Arbeit für. Ja, also jetzt, ich würde erstmal mit dem eher neueren Lied anfangen. Go. Es ist von Post Malone, I Fall Apart. Mhm. Einfach, weil das für mich ein Track ist, mit dem kann ich sehr viel verbinden. Ja. Mit meiner Ex-Freundin war das der erste Kuss tatsächlich, war eher Zufall, so, auch wenn das Lied wirklich was ganz anderes sagt. Ja. Aber irgendwie ist dieser Moment einfach komplett hängen geblieben. Und auch nach der Trennung hat mich dieses Lied einfach immer positiv begleitet. Positiv auch erinnert auch. Ja, klar, sehr schön. Safe. Schön, ja. Das Lied habe ich einfach durch so eine schwere Zeit einfach begleitet. Ist einfach eine super tolle Message. Und auch der Künstler Post Malone, ich finde, mit dem kann man sich einfach recht gut identifizieren, weil das einfach so ein stinknormaler Typ ist. Das ist so ein richtig normaler Typ, der einfach ein Rockstar sein will, weißt du, wie wir alle eigentlich, ne? Und der hat sein Ding gemacht. Es ist ein Durchschnittstyp, der sieht nicht gut aus. Nee. Der, keine Ahnung, das ist ein richtig normaler Typ. Und da merkt man einfach, wie menschlich der ist. Ja. Wie sympathisch das ist. Und wenn dann dieser Typ, der da, keine Ahnung, von Millionen Mädchen auf der Welt angehimmelt wird, einfach sich die Kehle rausschreit, live auf der Bühne, bei A Fall Apart, und dann einfach diesen Text dazu raushaut, wie scheiße das ist. Und dass er auch die gleichen Probleme hat mit Frauen wie wahrscheinlich jeder andere Typ auch. Ist es einfach, keine Ahnung, ist das ein Lied, was es wahrscheinlich in die Playlist verdient hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch tatsächlich, bei Post Malone habe ich letztens so einen Ausschnitt aus dem Konzert gesehen, da hat er einfach, ich glaube, Rockstar oder so lief. Ja. Und er hat einfach also richtig geheult, hat richtig geflammt auf der Bühne, weil er einfach so überwältigt war, dass so ein ganzes Stadion einfach seine Songs mitgeschrien haben und er gar nichts machen musste. Er hatte wirklich nur das Mikrofon gehalten und alle haben den kompletten Song gerappt und er war einfach so überwältigt, wo ich mir denke, solche Leute stehen eigentlich auf und gucken in den Spiegel, also auf seinem Niveau, sag ich mal, und denken so, ich bin geil. So ein Travis Scott, der denkt halt jeden Tag, denke ich mal so, ey, alles, was ich mache, ist halt Gold. So, ich könnte jetzt pinkeln gehen und mich dabei filmen und alle würden es geil finden. So. Aber deswegen, ich finde das auch sehr menschlich, kommt er rüber. Ich gönne ihm auf jeden Fall absolut seinen ganzen Erfolg. Und das ist echt nicht bei vielen Leuten, wo ich so denke, oh, das ist halt ein bisschen ungerechtfertigt. Bei ihm, wie du schon sagst, wie der aussieht, ist einfach so ein ganz 0815-Typ. Es ist ein richtig normaler Typ. Ja. Auch die Story zu dem, ne? Diese Werdensgeschichte, das, was er hinter sich hat. So dieses, ich gehe jetzt nach L.A., ich habe meine paar Kröten dabei, mach alles draus und werde über Nacht einfach zum Millionär mit $5,000 oder so für ein Musikvideo. Ja. Und der hat, keine Ahnung, er hat einfach so sein Herzensblut da reingesteckt, das gemacht, was er machen will. Und das ist einfach das, weil ich so krass bei dem. Weil ich dem so hoch anrechne, dass er einfach das gemacht hat, was er will. Und obwohl alle ihm gesagt haben, lass den Scheiße, du bist. Ich meine, vor allem, wenn man ihn damals anschaut, wie der aussah, wie so ein richtiger Nerd mit diesen langen, lockigen Haaren und so richtig dünn, einfach überhaupt so ein richtiger Durchschnittstyp, ne? Ja.
Der hat es einfach gemacht. Der hat so geile Musik gemacht. Ja. Ich finde auch tatsächlich geil, dass er immer so deepe Messages in so Pop-Songs quasi um. Ja. Also auch zum Beispiel Circles fand ich so stark, den Song. Ja. Einfach eigentlich so ein deepes Thema und er schafft es dann trotzdem melodisch, das irgendwie so hinzukriegen, dass es echt so ein Ohrwurmlied ist. Genau, ja. Und du denkst einfach so, wenn du das mitsingst, so eigentlich ist das gar nicht so, das sollte man jetzt eigentlich nicht mitsingen. So. Ja, das ist immer das Besondere bei dem. Ich habe mal so ein, jemand hat mal so eine Analyse von seinen Liedern durchgehört, warum das so beliebt ist. Mhm. Rockstar auch, weil das einfach diese, er hat immer diese gleichbleibenden, recht simplen Hooks. Ja. Deswegen bleibt das einfach sofort im Kopf hängen. Ja. Jeder kennt wahrscheinlich die Hook von Rockstar. Ja. Oder eben von Circles zum Beispiel. Oder auch I Fall Apart. Also es ist einfach, der macht es einfach richtig gut. Der hat einfach Ahnung von Musik so, ne? Wobei man auch nicht sagen kann, ob er Rap macht oder Rock oder Pop oder so. Ist irgendwas dazwischen. Deswegen finde ich den so einzigartig und deswegen war das mein Pick. Sehr geil, ja. Auf jeden Fall. Können wir, glaube ich, alle mit was anfangen. Sammy, ich bin jetzt gespannt, was du bringst. Jetzt ist das... ja, ich habe nicht so viel zu meinem zu sagen. Ich habe auch lange überlegt, welchen ich heute mal reinhau, aber... Ich habe mich für Kool Savas entschieden mit dem Song Candyman. Das sagt jetzt vielen vielleicht gar nichts. War auf Esadamus auf der EP drauf, glaube ich. Ist auch sehr melodisch, aber irgendwie habe ich den letztens mal wieder gehört im Zuge eines Interviews und dachte, ey, eigentlich ist der schon ziemlich fresh, sehr funny und den könnt ihr euch jetzt mal zu Gemüte führen. Hauptsache kein Haftbefehl heute. Ja, ey, ich war drauf und dran. So. Weil Haftbefehl dominiert nämlich momentan meine Musik-App. Und unsere Playlist auch langsam. nee, aber mein neuer Song tatsächlich ist von Elias, Jacob & Co. Oh, habe ich auch. Ist das der neue? Das ist der neue Song. Musikvideo müsst ihr euch mal gucken. Wenn ihr den also auf Mute drückt, das ist original ein Ami. Ja. Original. Also das Musikvideo, so, du würdest sofort denken, der Typ kommt aus Miami. Weil die das auch richtig geil gemacht haben. Die sind in der Basketballhalle von Ulm, die spielen in der Bundesliga. Und da steht er so auf dem Feld und du denkst so, das ist jetzt irgendwie so in der Highschool gedreht und da steht dann so ein Tracy McGrady-Trikot und denkst so, ja, irgendwie passt alles. Und dann hörst du so den Song und denkst du so, der rappt gerade auf Deutsch. Also das passt null. Ja, das ist aber auch einer der krassesten, ich nenne es mal Newcomer, also aus Deutschland. Ja. Ja. Der hat definitiv was auf dem Kasten. Also auf jeden Fall Elias, Jacob & Co. reinziehen. Ich habe ihn davor nicht so heftig gefeiert, aber jetzt durch den Song habe ich mich komplett. Also ich glaube, das neue Album wird killer. Ich finde auch, ich höre eigentlich so gut wie gar kein Deutsch. Ich habe außer so eben die, die sich amerikanisch anhören. Ja. Deswegen, ich mag Rin einfach so. Ja. Auf Rin stehe ich einfach so. Dass der macht, ich finde, der macht einfach diese, ja, recht harmonische Musik, sage ich mal. Das ist einfach nicht dieses gedrungene Gangster-Rap. So. Ist einfach so ganz entspannt und dieses... Ja, ich will nicht sagen Cloud-Rap oder so, aber es ist typisch amerikanisch. Bei Elias ja auch, der ist so richtig amerikanisch, aber einfach auf Deutsch. Ja. Und ich finde, das kriegen so viele deutsche Rapper einfach nicht hin, so diesen Stil. Deswegen Deutschland ist halt sehr viel 90 BPM, 16 einfach Bars und ballern. Zwei Hooks. So. Das ist wirklich halt einfach Deutschrap ist einfach nur ballern. Ja. So. 187 ist einfach richtig Akku geradeaus, so weißt du. Ja. Die ganze Zeit. Da ist nichts Entspanntes zwischen. Den kann man damit leider nichts anfangen. Aber Elias war so jetzt so einer der neuen deutschen Rapper, die ich auch richtig, richtig gern mag. Finde ich echt richtig gut, dass er das macht. Gott sei Dank. Nice, jetzt bin ich aber gespannt auf deinen alten Song, Klassiker-Song. Ja. Was denn? Ist von der, also als Klassiker würde ich jetzt nehmen von Sade, Never As Good As The First Time. Ist jetzt vielleicht so richtig krank Nische, aber dachte so, okay, nimmst ein altes Lied, nimmst irgendwie was besonders ist. Und hat dann erst gesagt, nimm Smooth Operator, was wäre vielleicht. Ja. Aber ist jetzt nicht so den, also klar, das Lied kennt jeder. Ja. Aber ich dachte, ich will mal was ein bisschen was Besonderes nehmen. Mega. Geil. Also passt ja auch irgendwie zur Folge. Also finde ich sehr, sehr gute Wahl. Danke, danke. Ich habe mich für einen aktuellen Song entschieden, wo ich mich dann auch sehr gefreut habe, dass da ein YouTuber darauf reagiert hat, und zwar von Sierra Kid God. Ich weiß nicht. Ja. Also ich fand die erste Single Falte die Hände schon mega stark. God fand ich dann nochmal auf eine andere Weise echt krass. Bin sehr gespannt auf das Album, was dann quasi vergangenen Freitag rauskommt, wenn ihr die Folge gehört habt. Und ja, habe ich früher ein bisschen gefeiert, den Dude. Ich glaube, ich habe da schon mal was zu erzählt. Dann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt so in letzter Zeit echt viel gehört. Und ja, feiere ich, und ich bin
ähnlich gehypt, wie ich aufs Hafti-Album war, bin ich jetzt auf das T-Racket-Album. Soweit ist es schon gekommen. Ich finde das auch krass. Er bringt das auch einfach, also nicht auf CD oder sonst irgendwas. Also man kann das sich nicht kaufen. Er wird das einfach nur auf Spotify hochladen und tschüss. Also der hat da gar keinen Bock drauf, sag ich mal. Und er hat auch all seine Rechte quasi auf YouTube freigegeben. Also kannst reacten und was du machen willst, ohne dass du da irgendwie krass. Struggle hast. Also das ist schon cool und zeigt auch irgendwie, dass er Bock drauf hat. Und das jetzt auch ähnlich wie du mit Forlorn, dass nicht jetzt einfach nur wegen Musik, wegen Geld macht, sondern einfach aus Bock. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie auch richtig so. Ich meine, wenn du auf so einer Plattform unterwegs bist, wieso solltest du Leuten nicht die Möglichkeit geben, darauf irgendwie was zu sagen so und die dann verpfeifen. Dann gab es doch diese riesen Diskrepanz mit Shindy und Dings da. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Mhm. Wie hieß es nochmal? Shirin David. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ja. Aber da gab es immer diese Rechtsstreit. Ich meine, das sind Leute, die zusammen Geld gemacht haben. Wieso pisst man sich denn jetzt gegenseitig an? Ja. Also verstehe ich nicht. Nee, also, aber tatsächlich auf Sierra Kids nochmal zurückzukommen, ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass er sich was antut irgendwann. So bei seiner Musik, die wird immer dunkler, so richtig Lil Peep-mäßig. Ja. Und Gotch fand ich auch tatsächlich, also musikalisch ist das gar nicht mein Ding gewesen, so, aber einfach, ich habe den Songtext gehört und dachte so, Alter, krass, so, was der jetzt einfach mal so ausspricht, was sich vielleicht viele denken, aber nicht aussprechen würden, weil die denken dann, sie werden eingewiesen. Ich glaube sogar Montana Black hat sogar das auch nochmal. Das habe ich auch sehr gefeiert tatsächlich, weil er dann dadurch wahrscheinlich so eine Reichweite wie nie zuvor bekommt. Also wie das gesagt, feiere ich auch den Typen. Damals ja auch eher so ein bisschen Radio-Hits hat er auch ein bisschen gemacht und jetzt ist er wirklich so richtig Little Peep-Schiene auf Deutsch. Also auf jeden Fall mal. Aber ich finde, es wirkt nicht so abgekupfert. Also ist jetzt nicht so genau, einfach, ich bin jetzt der deutsche Little Peep, sondern passt einfach. Gut, dann bin ich nochmal dran und ich habe ja letzte Woche schon rumgeschönt, dass ich richtig Klassiker rausholen will und deswegen bin ich heute bei Mobb Deep, Shook Ones Part 2. Alter, was? Muss ich ja, also wie gesagt, wenn richtig Klassiker, dann muss man Mobb Deep mit drin haben in der Playlist und ich glaube, der Beat war damals so bei mir beliebt, weil der ja auch bei 8 Mile für die Freestyles benutzt wurde damals im Film. Ich weiß nicht, ob das damals jetzt in der Geschichte auch so war bei Eminem, aber also immer wenn ich diesen Beat höre, also wenn es anfängt, denke ich immer gleich an das Freestylen von Eminem und nicht an Mobb Deep. So, klar, Mobb Deep, Legenden, aber Shook Ones Part 2, ich glaube ein All-Time-Classic für alle. Definitiv, kann glaube ich auch jeder was mit anfangen, auch abseits dieser Kultur, in der wir uns glaube ich zu Hause fühlen. Ja, ey, lange Folge, wir werden die glaube ich zweiteilen müssen tatsächlich. Vielen Dank, dass du da warst. Also es hat echt mega Spaß gemacht. Richtig gut. Ich glaube, also viele Fragen hast du mir beantwortet. Einige habe ich noch im Hinterkopf, die wir dann im zweiten Teil irgendwann in baldiger Zukunft hoffentlich nochmal machen werden. Sehr gerne, ja. Also wenn du Bock hast. Also ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ich komme sofort wieder rum, ja. Sehr schön. Und denkt dran, Leute, an das Shirt. Wir werden ein Shirt verlosen. Genau, mehr dazu dann noch auf Instagram. Welcher Form auch immer. Forlorn auschecken, DB Store 5:50 an Oettinger bitte auch auschecken, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. das Wort der Woche ist dieses Woche Cocktailsoße. Oh. Und, du darfst gerne auch noch was sagen, Linus, was willst du nochmal loswerden on air? Du kannst uns nochmal richtig in die Pfanne hauen jetzt. In die Pfanne hauen nicht, ich wollte mich nochmal bedanken, so, dass ich mich eingeladen habe, fand es echt cool auch. War eine richtig lustige Runde und Cocktailsoße, keine Ahnung. Das lassen wir einfach so stehen. Das lassen wir stehen. Okay, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann spätestens in 7 Tagen wieder. Adrian, verabschiede dich von den wunderbaren Menschen. Tschüss.